Ich will den Tischkim Block groß machen. Doch keine Decke drauflegen. Sieht aber besser aus, wenn da so eine weiße Decke oben drauf liegt. Nacht, weiße Decke, Alter. Was, Nacht? Hm? Wo hab ich eigentlich mein Bett abgestellt? Das muss ich dann suchen gehen, Alter. Ich muss noch einmal in Dannys Bett pinnen. Danny! Danny ist nicht da. Auf Pläne. Ah, nein, ich meine im Spiel. Ja, das... Ah! Ach, verdammt. Wusste ich auch. Okay. Dann machen wir eben halt keine weiße Decke drüber. Jetzt hab ich's geschafft, die Kapuze anzuziehen. Ah, oh, super Froschi. Lass mein Bett. Das steht irgendwo zwischen den scheiß Bergen, die ich bis jetzt gebaut habe. Wahnsinn. Das ist doch Schwarzeiche, oder? Dog Oak? Dog Oak, ja. So zu hell. So, jetzt habe ich die Säulen. Jetzt hast du die Seuche. Marco ist verseucht. Nee, die hast du doch. Okay. Ich bin besorgt, aber nicht verseucht. Ich bin besorgt, aber nicht verseucht. Hä? Jetzt überleg. So, ich hab selbst keine Ahnung, keine Sorge. Da kommt eins hin, da kommt eins hin. Zack, zack. Danny, nicht kotzen. Bernhard. Das hat aber geschmeckt, ne? Was? Naja, es hat sich angehört, als ob du aufgestoßen hast, weil du vorher was gegessen hast. Na. Jetzt gerade das Sperma wieder ausgehustet. Genau. Das Sperma. Sperma zu, Alter. Häng mal das Sperma der Tür zu, Alter. Was? Oh nee! Leute, wir brauchen Wolle. Das freut mich. Dann macht ihr Wolle. Wenn Froschi sein Gesicht nochmal wieder haben will auf dem Boden, dann brauche ich nochmal Wolle. Na, dann brauchst du neue Wolle. Weil ich habe Schafe. Weil mir fehlt wieder die schwarze Wolle. Wärst du schon wieder diskriminierend? Erstmal Baumwolle pflücken gehen. Erstmal hat damit Wolle. Nichts zu tun. Nicht jede Wolle wird gleich geboren. Wir wissen alle, ja? Blaue Wolle ist weit. Es ist die weit bessere Rasse als weiße oder schwarze Wolle, ja? Die haben Überwolle. Haben wir noch Farbe im und im weiße und schwarze Wolle sind Unterwolle. Genau, das ist keine Farbe, das ist ein Kontrast. Du weißt, Kontrast ist eine Eigenschaft von Farben. Ja, eine Eigenschaft, aber keine Farbe. Ja, nee, genauso wenig wie weiß und schwarz. Ja, genau. Mann, kommt drauf an. Komm wieder auf den Kontext drauf an. Bitte das, bevor es Kinder kriegt. So hieß eine Folge von Flo, von Action Verge. Will ich mal. Bildest du dir ein, damit wir gehen? Nee, stimmt wirklich. Oh, keine Ahnung. Na, ich weiß es noch, weil ich fand die Folge lustig, weil du dich davor so viel erschreckt hast und einfach bloß drauf geschossen hast. Oh, okay. Also Leute, guckt Flo sein Action Verge, Verge Sport. Action Verge. Die sind lustig. Alter, mir juckt gerade schon wieder die Nase. Ich fass es nicht. Oh nein, wie kann die Nase mir sowas tun? Arthur! Ach du Scheiße! Töte das, bevor das Eier legt. Ey, bester Satz. Ach, wie oft ich den früher in Tom sein Let's Plays verwendet habe, diesen Satz. Aha. Jetzt nostalgisch werden darüber, dass Tom keine Videos mehr macht, oder was? Psst, das sollte doch nicht so einen harten Übergang geben, also bitte. Mensch, Marco. Was? Tom macht keine Videos mehr? Darf doch niemand wissen. Ach, ey, weißt du was ich dir sage, Marco? Nachdem Torum fertig ist mit den ganzen Tube, Nein.
mit den Tubehouse Gaming Gedönsdingern da, ne? Hier vom Rocket League Turnier. Da hat er noch die ganzen Aufzeichnungen, die er auch noch mit auf seinen Kanal drauf bringen will, ne? Ja. Ja, und wenn er damit fertig ist, wird er sich langweilen. Er wird sich erstmal dann nochmal ein, zwei Wochen danach ausruhen und die Dinger gemütlich hochladen. Aber er wird sich danach langweilen und wird dann bestimmt eh wieder anfangen. Muss man nicht, vielleicht wird er auch einfach zum Hardcore-Streamer. Kann ja. Er auch machen. Oder er ja bei Tubehouse wahrscheinlich einsteigt zu 90%. Ja, das glaubst du wohl selber nicht. Oder? Unser Torum nicht. Tubehouse Twitch-Kanal? Das klingt furchtbar. Damit meine ich, das klingt viel zu eng beraumt. Von der Zeit her. Ich struggle ja zur Zeit noch, weil ich gern mehr Solo-Player-Content machen würde, aber nicht die ganze Zeit alleine abhängen möchte. Das ist voll nervig. Kann ich aber auch. Deswegen habe ich immer gerne mal ein Projekt, wo ich alleine bin. Nein. Ja, doch. Ich habe ja Feed the Beast, aber du weißt, das hat eine Vorbereitungszeit von 3 Jahren, Alter. Ja, dann musst du dir einfache Projekte suchen. Ja, Feed the Beast geht auch so gut. Ich habe schon wieder keine Ideen, was Feed the Beast angeht. Das ist immer wieder schlimm. Nimm doch einfach mal ein Indie-Game. Ach du Scheiße, was habe ich denn hier angestellt? Nee, das geht ja gar nicht. Schnell wieder abreißen. Bam. Also ich muss Nether-Treppen bauen. Gut. Ach jetzt. Nee, einfach nur ein schönes Indie-Spiel, weißt du? Wenn das so einfach wäre. Was ist denn eins denn, was dir gefällt? Also ich spiele keine RPGs. Damit fallen schon mal 90% der Indie-Games weg. Nein, ich rede doch nicht sowas wie Undertale. Nein, allgemein. Wolltest du nicht lange mal Metroid einfach nur so aus Spaß Let's Play? Aktuell habe ich schon alle Let's Play. Alle? Alle. Lol. Meine 3D nicht, aber dafür bräuchte ich eine Capture Card. Ja, das ist was anderes. Ich rede jetzt nur von den SNES-Dingern und so weiter. Alles gemacht. Gut, okay, dann habe ich die noch nicht auf deinem Kanal gefunden. Danke. Bin ziemlich alt. War bevor wir uns kennengelernt haben. Ja, das war mir schon irgendwo klar. Ich glaube, da habe ich Fusion mit Dario gemacht. Warte. Schon wieder eine Zeit her. Der gute alte Dario. Ja, ein Metroid-Fan. Hätte man sie nicht kennengelernt. Nein! Nein? Nein. Nichts passiert. Ding! Alles gut. Bin ich schon wieder vor meinem Bauwerk gefallen. Kennt eigentlich CinemaSins? Irgendjemand? Als ob er dir irgendwas Sinn macht. Nix? So ein Kanal, die gehen Filme mehr oder weniger, also die gehen Filme durch und machen Humor draus. Damn. Im Sinne von, sie lassen auch den Film so Moment für Moment und immer wenn sie denken, das Ding hat eine Sünde verdient, ja, dass das eine Filmsünde ist, ja, kriegt das Ding eine Sünde, ja. Zum Beispiel, wann immer in einem Film zum Beispiel jetzt jemand sagt, nein, er kommt, nein, bing, kriegt eine Sünde. Oder irgendeine Art von Klischee, oder wenn irgendjemand ohne Grund ein Arschloch ist, oder irgendwas ohne Grund, einfach, was diese Filme auf 15 Minuten zusammengeschnitten, mehr oder weniger. Kannst du auch super den Plot reinziehen, aber die Film-Experience kriegst du nicht. Es ist nur einfach irgendwo voll Comedy-mäßig. Find's lustig. Oh Gott, wirklich? Ich hab gedacht, Wolle färbt man, indem man außenrum. Ne, das war Clay, oder? Oh, 8 Wolle und ein Färbemittel in der Mitte. Aber das geht nur mit weißer Wolle. Nein, geht's nicht, Flo. Es geht nur ein Färbemittel und daneben die Wolle. Mal was Neues. Ja, ich hab's gerade ausgetestet. Weil ich dachte, gut, okay, mit 6 Wolle, da schaffst du. Mit 6 schwarzer Farbe schaffst du es locker. Ah, dann war das Feed the Beast, warte mal kurz. Mal ein Schafe färben ist immer der Nummer 1 Trick, ja. Kriegst du weit schneller. Oder ein Schaf färben ist schon der Trick genug. Aber bei mir geht's gerade eher darum, ich will nicht zu viel schwarze Wolle machen, weil ich brauch's ja bloß zum Umranden. Und dann brauche ich ja noch weiße Wolle für die Augen. Nee, das mit 8 Wolle ist ein Feed the Beast Feature.
Geh den Wandel nicht, aber viel zu Beast schon. Okay. 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 Was da hin? Bin schon wieder runtergefallen. Verdammter Scheiße. Marco, weißt du, du würdest weit professioneller rüberkommen, wenn du dich nicht jedes Mal drüber aufregen würdest. Ach scheiße, jetzt habe ich schon wieder versaut. Marco. Das ist Marco. Marco lernt Minecraft. Und seit 5 Jahren durchgeht. Nee, eigentlich erst Minecraft seit... ist das 6 Jahre, Alter. Eigentlich erst seit 3 Jahren, weil er hat ja nicht mit der Beta angefangen. Arschkopf. Penispumpe. Ich freue mich, also wie gesagt, nur mal noch so ein Ding. Ich meine, falls sich jemand mal wundert, warum wir nicht irgendwie was Großes gemacht haben zu Silvester, weißt du, also ich nichts Großes. Ich war erkältet. Davor hatte ich Zahnschmerzen tierische, da wollte ich eh nichts machen. Und wenn dann sowas kommt, wie machst du sowas Simples wie ein Enderdrachen bedient, ne? Nee, da wollen wir warten bis zu 1.9. Olli, weißt du, wie du das Ganze voll easy umgehst? Wen? Du machst einfach für nichts jemals ein Special. Dann erwarten sich die Leute auch niemals ein Special. Ich so mache ich das nämlich. Dann ich habe nie doch. Specials. Ich erwähne das vielleicht mal in einem Part, ja? Aber es gibt keine Specials. Na gut. Ich habe einen Weihnachtsbaum gebaut in Minecraft und dann habe ich mein Minecraft, mein Itemsystem erweitert, ja? So weit gehe ich schon, ja? Aber... Ein extra spezielles Minecraft Weihnachtsspecial, ja? Weil, man, wo sind wir denn, ja? In Minecraft. Arbeit investieren, Projekt? Nee. Schon wieder Nacht, oder? Mhm. Ich will noch den Streifen fertig bauen. 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fertig. Bett einlegen. Zutz. Zutz? Okay, Zutz. Ah! Gerade drin gelegt, puff! Oh Gott, ich muss die Kerze da wegstellen. So, das ist der, das ist der, das ist der. Der nächste geht nach innen. Ah. Ich mache mir meinen Saft in so einem Liter Messbecher, ja? Damit das immer genau die richtige Mixung hat. Dann trinke ich den da aber auch raus, weil ich zu faul bin, mir ein Glas zu nehmen, ja? Aber jetzt hatte ich gerade die Kerze unter dem Handling von dem Messbecher. Das wurde unter dem Händel. Handel. Was ist denn das? Dem Griff. Griff, das war's Wort. Da hab ich gerade die Kerze am Griff stehen. Das war jetzt ein bisschen warm, Alter. Ich hab wieder den Gisela-Song. Das freut mich. Gisela. Klingt cool. Gut gemacht. Danke. Bin wieder runtergefallen? Nein. 2-2 und dann 2 zur Seite, okay. Mensch, Marco. Ich hab doch nein gesagt. Nee, ist nicht. Ist nicht, aha. Lass mal die ganze Erde hier wieder abbauen von den Türmen, die ich gebaut habe. 1-2. Hat eigentlich irgendjemand mal die Türme hinter dem Ding entfernt? Am Hafengebäude. Welche Türme? Irgendwann waren da noch Türme. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wann genau. Aber irgendwann standen da noch welche. Da fragst du mich zu wenig. Ich gehe jetzt nicht wieder runter. Guck ich, wenn ich nochmal runterfalle. Ja, bleib erstmal oben. Ich bin gerade überlegen, welche Türme meinten der? Drecktürme, Bautürme, keine echten Türme. Nee. Olli lernt Minecraft. Marco, das hat jetzt überhaupt nicht gepasst. Oh. Marco, lass es einfach, ja. Fick dich! Fick dich, Karl! Bist du Benzin? Bist nicht meine Mutter. You're not my dad! You're not my dad! Eigentlich ein Kassen. Ja, noch schlimmer. Say what? Genau, steht da so der Stiefvater so vor dem Kind. Und so, you're not my dad! No, I'm your cousin. Dö. Nein. Und der Clip kommt ja davon, dass der Stiefvater zu dem Kind irgendwas befehlt. You're not my dad!
Dann rennt's weg, das Kind. Das ist ganz wichtig. So. Meine, was hat denn der auch für Nerven, ja? Als Stiefvater einem Kind was befehlen, ne? Dann würde ich mir auch nichts gefallen lassen, ne? Das Beste ist immer noch, wenn man Teppich über Teppich platziert. Auf einmal schwebt der so übelst. A whole new world. Das war eine Disney-Referenz. Verstehe ich nicht. Gut. Ja, weil es Englisch war. Und ich kann kein Englisch. Ja, ja, da liegt es wieder dran. Das ist das Lied von Aladdin, wo sie mit dem Teppich fliegen. Ach so. Deswegen. Ich kenne bloß die deutsche Variante davon. Ich nicht. Arabische Fuck. Nacht. Nein, doch. Anderes Lied. Ach so, das. Ah, ja, ich weiß schon, was du meinst. Ah, fuck, wie ging das? Keine Ahnung. Ich hab den Film ist auch nicht gesehen. I'm sure you the world. Ja, nee, ich glaube, das gab sogar selbst beim Deutschen auf Englisch. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich hab schon 10 Chickens getötet, die im Wasser rumgeschwommen sind, Alter. Das gab's auch im Deutschen. Das Problem war eben halt bloß, ich kenne jetzt wirklich nur noch die englische Fassung. Ach, geht mir auch nicht anders. Ich weiß aber nicht mal, ob ich Aladdin überhaupt gesehen habe als Kind. Das könnte ich an dem Punkt nicht mal mehr sagen. Ich habe sogar noch die Videokassette hier davon. Wir haben keine Kassetten mehr. Die haben mich als Kind alle zerstört. Und dann gab es nur mehr DVDs. Guck mal, Fröschis Gesicht ist auf dem Boden. Ich habe noch die erste Videokassette von Star Wars. Drauf. Erstmal ihn abseilen lassen. Habe ich das nicht gemeint. Aber gut. Ich brauche aber noch mal den wichtigen Rad, Flo. Weil auf dem Boden sieht das so breit gequetscht aus, wenn ich da dein Kinn so eckig mache wie da oben drauf. Wann baut man Kinder eckig? Kinn. Nicht Kinder. Du machst halt nicht so eckig. Mir ist das sowas von wurscht, das ist deine Kirche. Hör auf, von mir Rad zu suchen. Ich bin hier am Dirt platzieren. Flo, platziert Dirt. Ich will das doch alles nicht, lass mich mal ein ruhiges Leben leben. Wenn wir das jetzt so machen? Furchtbar. Mann, diese Städte, Alter. Haben keine Ahnung vom Landleben. Nee, das sieht da aus, als ob das Kind nach unten gezogen hat. Marco hat gerade gesagt, der ist gleich wieder da. Ja. Cool. Das sieht da aus, als ob man Vollbart hat. Endlich. Okay, müssen wir so lassen. So, jetzt brauche ich rote Wolle. Was hast du denn jetzt vor? Na, einen roten Teppich drin machen. Oder willst du den über Orange haben? Roten? Na, so ein mittlerer Teppich vom Eingang bis zu deinem Gesicht vor. Ich würde den hier orange machen. Sind ja nicht bei einem Schloss mit Royalitäten drin, Alter. Okay, ne, dann mach ich einen Orange. Rot ist was für Könige. Ja, in Kirchen sind ja auch immer rote Teppiche drin, die dann immer so nach vorne zum Altar dich gleiten. Konkret kann ich sagen. Ich glaube, dass er ja selten rot war. Teppich auf jeden Fall, aber rot wahnsinnig immer. Naja, da gibt es keine Regulation drauf. Gut, okay, dann machen wir ein Orange. Helles oder dunkles? Also braun nicht, aber nur helles. Na, es gibt ja so eine Braun-Orange-Mischung, glaube ich, sogar noch, oder? Nee. Das ist helles Braun, an das du da denkst, glaube ich. Ah, okay. Die dunkles Orange ist braun, ja. Dunkles Gelb ist so ein Kaki-Braun. So ein Kack-Braun? Das ist furchtbar. Nee, Kaki. Ich glaube weniger, dass die Wolle dafür ausreicht. 17 orangene Wolle. Daraus kriege ich 24. 24 Teppiche sind eindeutig zu wenig. Oh, die sind nachgewachsen. Ich finde, der Braun ist eine der interessanteren Farben. Einfach weil sie keine eindeutige Spektrumdefinition hat, wie die meisten anderen. Sondern mehr so von dunklem Orange rüberreicht bis helles Fleischfarben. Ich finde das richtig interessant. Oh, Flo, du und deine Form schon wieder. Ich habe mich viel damit beschäftigt. Sorry.